Hallo, guten Abend und herzlich willkommen bei Spruchreif, Ihrem Talk hier bei Studio 47. Sind wir Deutschen Politik verdrossen? Immer weniger Deutsche gehen zu den Wahlen, die großen Volksparteien verlieren Wähler und Mitglieder, gleichzeitig kommen Modeparteien wie die AfD oder die Piratenpartei auf oder es gibt Protestbewegungen wie die Pegida. Warum wir so politikverdrossen sind, darüber sprechen wir jetzt und zwar mit einem ehemaligen Mitglied der SPD Duisburg. Ganz herzlich willkommen, Max Bauer. Guten Abend. Herr Bauer, schön, dass Sie heute hier bei uns in der Sendung sind. Wieso machen Sie Politik? Also ich glaube, erstmal ist das einem ganz großen Teil meinen Idealismus geschuldet, den ich in früher Kindheit schon ausüben durfte, von klein auf, also der nie in irgendeiner Art und Weise gedrosselt worden ist. Und einfach, weil ich einen visionären Gedanken habe, den ich umsetzen möchte. Also, und weil ich auch mit der Politik Dinge weiter nach vorne bringen möchte. Sie möchten also was erreichen mit Ihrer Politik und ja, dem Bürger dienen? Ich glaube, dienen ist das falsche Wort, weil Politik muss so funktionieren, den Bürger mitzunehmen, weil er derjenige war, der dafür gesorgt hat, dass man in eine gewisse Funktion kommt. Und über seinen Kopf hinweg zu entscheiden, empfinde ich den falschen Weg, sondern man muss den Bürger mitnehmen auf einem Entscheidungsprozess. Auch wenn man anderer Meinung ist, dann muss man den Bürger auch durchaus mal von einer Sache überzeugen können, aber ihn immer dabei stetig mitnehmen. Aber für Sie steht dann schon im Vordergrund, etwas zukunftsfähig zu machen und ja, etwas für den Bürger in seinem Sinne zu tun? Immer. Also ich glaube, jede politische Entscheidung, die ich bis jetzt getroffen habe, und ich glaube, das wird sich auch im politischen Verlauf nicht mehr ändern, hat immer unweigerlich mit der Zukunft zu tun. Denn wenn ich jetzt etwas entscheide, entwickelt sich, also die Welt entwickelt sich weiter. Und wenn man sich die momentane Weltlage anschaut, jetzt generell in Duisburg, auf Landesebene, auf Bundesebene, also tun auf sich Europaebene, zum Beispiel der Brexit, entwickeln sich die Dinge immer neu. Und man muss am Ball bleiben. Und man muss, wenn man eine politische Entscheidung trifft, den Zukunftsgedanken immer mithaben im Hinterkopf, wie könnte es sich entwickeln. Man wird ihn nie hundertprozentig abschätzen können, aber er ist wichtiger Bestandteil, zum Beispiel in der Rentenfrage. Ja. Also das Grundthema heute ist Politikverdrossenheit, da werden wir auch noch näher darauf einsteigen. Was mich sehr wundert, Sie sind dann, ich glaube 2012, wenn ich das hier richtig stehen habe, ja, in die SPD eingetreten. Warum SPD? Nun ja, die SPD war für mich, also wenn man sich mit Politik beschäftigt, ist es erstmal so, dass man sich mit Grundsätzen beschäftigt. Ich habe immer gesagt, ich möchte meine Entscheidungen nicht anhand von aktuell entschiedenen Themen festmachen, wie sich eine Partei ausrichtet. Jetzt ist es natürlich immer schwierig, weil ich kein Mensch bin, der in Schubladen denkt und sagt, der ist ein Konservativer, der ist ein Liberaler, der ist ein Sozialer. Ich glaube, mittlerweile sind viele Dinge auch verschwommen in der Politik. Und ich glaube auch, die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt, damit man nicht mehr jemanden direkt festnageln kann in eine Schublade. Also demzufolge habe ich mir die Grundsatzprogramme der Parteien angeguckt und bin dann ziemlich schnell zur SPD gelangt, die den sozialen, laut meiner Meinung nach, den sozialen Kernpunkt zur damaligen Zeit beinhaltet hat, auch wenn gewisse Beschlüsse laut meiner Auffassung in andere Richtungen gingen, aber sie waren auf einem guten Weg. Aber es wird ja landläufig gesagt, die Parteien, die bewegen sich immer mehr zur Mitte, weil sie damit die meisten Wähler abgreifen können und damit werden sie auf der anderen Seite vielleicht auch nicht mehr so von ihrem Profil her geschärft, sondern die sind dann sehr allgemeingültig. Hätte also neben der SPD es durchaus eine andere Partei sein können, in der sie eintreten? Hätte es durchaus. Jetzt muss man dazu sagen, dass natürlich, egal welche Partei, also man auf den Mittelstand schon Acht geben muss, weil der Mittelstand diejenigen welche sind, die zum Beispiel einen Sozialstaat ermöglichen. Also ohne den Mittelstand kann ich keine Sozialausgaben tätigen. Das funktioniert einfach nicht. Demzufolge hätte es auch eine andere Partei sein können. Nur wäre bei mir beispielsweise gewesen die CDU. Ich bin zwar katholisch, aber noch nicht so konsequent gewesen, aus der Kirche auszutreten. Aber es wird noch in Zukunft gemacht. Das ist der Faulheit geschuldet.
Aber daher war die schon für mich außen vor, weil ich auch finde, dass zum Beispiel Religion in der Politik nichts zu suchen hat. Und deshalb habe ich für mich gesagt, die CDU kann es für mich nicht sein. Und habe da eben im Grunde immer abgewiegelt, habe dann damals in Frankfurt, also ich habe 4 Jahre in Frankfurt gewohnt, eine 4-jährige Exkursion gehabt, habe da ein wenig mit der SPD zusammengearbeitet, auch noch parteilos, fand da Anträge ganz gut, habe mir das angeguckt, bin dann zurück nach Duisburg gekommen und habe dann mit 2, 3 Funktionären den Kontakt aufgenommen, habe mit ihnen gesprochen und habe dann gesagt, warum nicht einfach versuchen. Und so kam ich dann zur SPD. Sie sind ja mittlerweile wieder ausgetreten aus der SPD. Ich bin ganz ehrlich, Sie sind ein Kontakt über Facebook bei mir. Ich habe immer wieder Ihre Posts verfolgt und war sehr überrascht über diesen Schritt. Haben Sie in der Partei nicht das gefunden, was Sie gerne selbst verwirklichen wollen? Oder was führt dann zu einem derartigen Schritt? Nein, also ich glaube, in der Politik muss man etwas weiter davon den Gedanken Abstand nehmen, was möchte ich, sondern man muss pragmatisch beurteilen können, was ist gut für eine Gesellschaft. Ich werde, wenn ich politische Entscheidungen treffe, nie alles richtig machen können oder allen immer alles richtig machen können. Es wird nicht funktionieren. Geht uns hier auch so, oder? Wenn ich das versuche, dann mache ich definitiv die falsche Politik. Ich darf auch mich nicht irgendwelchen Mehrheiten anschließen, sondern schon für meine Überzeugungen kämpfen. Die bringe ich ein. So funktioniert laut meiner Meinung nach, laut meiner Auffassung Demokratie, dass ich diese ins Parteienbild einbringe, diese zur Diskussion stelle, man darüber diskutiert, viele andere Meinungen in den Parteien wieder zurückfließen. Aber am Ende einer Debatte und am Ende des Diskurses muss immer ein Konsens stehen, den alle irgendwie mittragen können. Und das ist im Grunde politische oder demokratische Willensbildung. So sollte Partei im Grunde arbeiten. Und das war der Punkt, den ich nicht mehr gesehen habe. Dass ich gesagt habe, es werden sehr gerne die Wörter benutzt, anbinden, ja, glattbügeln, das sind alles Begrifflichkeiten. Also jeder, man wollte sie auf Kurs bringen in der ja, SPD? Ja, genau. Wenn man das so sagt, wenn man es drastisch ausdrücken möchte, würde man genau das so sagen. Es gibt natürlich einen Fraktionszwang. Ich wurde dann in ein Mandat gewählt, Bezirksvertreter. Wo Sie ja nach wie vor tätig sind? In Meiderich bin ich nach wie vor tätig. Ich habe aber die Auffassung der Ausübung meines Mandats eine etwas andere, als manch anderer politischer Funktionär, und zwar, dass ich mein Mandat immer noch parteiunabhängig sehe. Also ich unterliege zwar, wenn ich in einer Partei bin, einem gewissen Fraktionszwang, der ist in Ordnung, der gehört auch dazu. Loyalität gilt für mich, aber nicht so weit, dass ich sage, ich darf keine Kritik mehr äußern. Das wäre zum Beispiel, würden wir annehmen, wir würden eine Auseinandersetzung führen, dann würde ich Sie erstmal ansprechen unter 4 Augen, Ihnen die Möglichkeit geben, darauf zu agieren. Das ist für mich einfach eine menschliche Umgangsform, die notwendig ist. Und erst dann können wir in die öffentliche Debatte gehen. Loyalität beinhaltet auch intern kritisieren zu dürfen, darüber reden zu können, sich intern frei entfalten zu können, um dann gemeinsam geschlossen mit einer Meinung hinauszugehen. Ich möchte jetzt ein Beispiel anbringen, damit die Zuschauer oder Sie das auch besser nachvollziehen können. Meine erste politische Erfahrung war, ich bin in die SPD eingetreten, war natürlich genauso wie heute immer noch Feuer und Flamme für die Politik, hatte einen Idealismus, wollte den einbringen, bin zu meiner ersten Vorstandssitzung gegangen, saß in einem SPD-Ortsverein, habe da gesessen, habe mir dann natürlich erstmal die Sachlage beobachtet, wie läuft das so, wie sind die Abläufe in einer Partei, das ist nochmal was ganz anderes wie eine Gremiumsarbeit, saß dann da. Dann kamen Berichte aus Stadtrat und Bezirksvertretungen. Das ist so, dann wird im Vorstand berichtet, was der Stadtrat beschlossen hat, warum er das beschlossen hat, etwas weniger, aber auch. Das ist dann so die offizielle Linie, die man auch wahrnimmt in Zeitungen etc. pp. Die weicht nicht großartig ab. Und dann habe ich mir das angeguckt. Es kam keine Wortmeldung. Dann kam bei einem Thema eine Wortmeldung, die wurde auch relativ schnell abgewürgt. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das geht aber schnell. Ich habe mich noch nicht so weit gefühlt oder nicht getraut, mich zu melden und zu fragen, weil man ist da ja noch so ein bisschen grün hinter den Ohren, man ist da ja noch nicht so drin.
Und dann war ich doch sichtlich erstaunt, als nach 10 Minuten eine Organisation zu einem traditionellen Fest, was man einmal im Jahr gemacht hat, aufkam und man tatsächlich, ich habe auf die Uhr geguckt, 35 Minuten darüber debattiert hat, ob man jetzt den Mettigel oder die Mettbrötchen bestellt und dazu das schlussendlich dann dazu geführt hat, dass man einen Vorstandsbeschluss herbeiführen musste, weil man 35 Minuten über Mettbrötchen oder Mettigel diskutiert hat. Und ich saß da und das war dann so ziemlich realitätsfremd, weil ich mir gedacht habe, also es ist erstaunlich für mich gewesen zu sehen, 35 Minuten über Mettbrötchen oder Mettigel zu diskutieren, aber nicht einmal über 13,5% Arbeitslosenquote, über marode Straßen, über Dutzende andere Probleme, die unsere Stadt belasten. Und das war dann so der erste kalte Waschlappen in meinem Nacken, wo ich mir gedacht habe, so, oh, das wird ein hartes Brett, was du hier bohren musst, aber war trotzdem nicht demotiviert zu sagen, lass es auf den Versuch drauf ankommen. Sie haben das jetzt hervorragend geschildert, wie es Ihnen in der Politik ergangen ist. Meinen Sie, dass der Wähler, weil, wenn man es beobachtet, es ist eine Politikverdrossenheit da, es gibt neue kleine Parteien, die aufkommen, die auch tatsächlich direkt in den Rat, ins Land und so weiter gewählt werden. Ist das das, was ein Wähler möglicherweise satt hat, dieses nur im Kleinen diskutieren und die eigentlich wesentlichen Themen nicht anzupacken? Ja, ich glaube schon. Und das ist aber auch, ich glaube nicht, sondern ich merke das ja auch. Also nach meinem Austritt habe ich unheimlich großen Zulauf bekommen, das von vielen Bürgern, die mit mir geredet haben, die gesagt haben, meine Entscheidung ne, respektieren sie, finden sie gut, auch dass ich so konsequent war. Und da kommt man also auch in den Dialog und spricht auch darüber. Und meine Wahrnehmung war auch ganz einfach, dass man das Gefühl hat, dem Bürger etwas vorzudiktieren. Also man hält den Bürger offensichtlich, sag ich mal, für gelinde doof, zu sagen, er durchschaut das nicht. Jetzt muss ich auch dazu sagen, auch das ist ein großer Punkt. Das mag vielleicht vor 20, 30 Jahren funktioniert haben. Mittlerweile sind wir aber in einem anderen Zeitalter angekommen. Wir haben einen unheimlichen Fortschritt in der digitalen Welt gemacht. Die Menschen können sich schneller informieren über ganz viele Sachen, was früher so nicht möglich war. Das führt natürlich auch dazu, dass man hinter den Kulissen gucken kann. Vieles ist transparenter geworden und vieles möchten die Bürger auch einfach so nicht mehr. Was aber irgendwie in der Selbstverwaltung einer Partei untergeht. Und genau das ist das Problem. Also, dass sich Parteien viel zu sehr darauf konzentrieren, wie man sich selber präsentiert, wie man sich selber verwaltet. Die Organisation von Infoständen, an denen man irgendwelche Gimmicks, also Geschenke verteilt, hat oberste Präsenz. Und das ist aber einfach das, was die Menschen nicht brauchen, sondern die Menschen brauchen Lösungen und die Menschen sehen das auch. Und das sind nun mal auch ganz einfach ganz viele Bürger leid, warum sie sagen, wir gehen entweder gar nicht mehr zur Wahl, auch das ist ein Wahlrecht, nicht mehr zur Wahl zu gehen, mit jemandem einen moralischen Zeigefinger zu heben und zu sagen, du, empfinde ich da auch als falsch. Oder zu sagen, wir machen eine Verlegenheitswahl und kreuzen irgendwie rechtspopulistische Parteien an, die es nicht unbedingt besser machen, sondern eigentlich nur noch schwieriger. Oder wir treten eben aus der Europäischen Union aus. Herr Bauer, wir sprechen gleich im zweiten Teil darüber, wie man mit Ihnen umgegangen ist, nachdem Sie den Austritt aus der SPD bekannt gegeben haben. Bevor wir das tun, gehen wir mal kurz ab zur Werbung. Wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück zum zweiten Teil bei Spruchreif. Bei mir im Studio zu Gast das ehemalige SPD-Mitglied Max Bauer. Herr Bauer, wir haben gerade darüber gesprochen, über Ihr Politikverständnis, über das, was Sie erreichen möchten, auch so ein bisschen über Ihre Laufbahn in der Politik. Sie sind aus der SPD hier in Duisburg ausgetreten als Mitglied der Bezirksvertretung in Meiderich. Was hat dazu geführt, dass Sie gesagt haben, so, nee, also an der Stelle möchte ich nicht mehr weitermachen? Also es war, wie ich gerade schon vorher beschrieben habe, also der erste kalte Waschlappen.
den ich bekommen habe, der war noch relativ, genau, der war noch relativ früh und da war mir 4 Jahre her. Genau, da war schon von vornherein klar, okay. Aber dann haben sie sich gemerkt. Werden dicke, ja, den habe ich mir gemerkt. Und es werden dicke Bretter, die du hier bohren musst. Dann kam dann das damals, dass man mich angesprochen hat, ob ich nicht ein Amt ausüben möchte, ob ich mir das zutraue, ob ich das möchte. Also da muss ich auch wirklich sagen, da wurde mir auch erklärt, was auf mich zukommt, dass das viel Verantwortung ist. Es wurde mir mit auf den Weg gegeben. Ich habe gesagt, ich bin mir der Verantwortung bewusst, das möchte ich machen. Ich habe aber auch direkt von vornherein festgestellt und klar gemacht, dass ich intern immer ungemütlich sein werde, also dass ich immer der Part bin, der den Finger in die Wunde legt, dass ich ein kleiner Perfektionist bin, der immer das Bestmöglichste rausholen möchte, dass ich gerne dazu bereit bin, für gute Sachen auch selber zurückzustecken, wenn am Ende immer was Gutes für den Bürger dabei herauskommt. Das muss Leitlinie sein, dass ich nicht dazu bereit bin, mich anbinden zu lassen, sondern dass ich arbeiten möchte. Und demzufolge wurde dem auch alles eingewilligt. Da wurde auch gesagt, okay, das ist super. Und im weiteren Verlauf hat man dann halt einfach gemerkt, das passt alles nicht so. Mein Entscheidungsprozess ging ein bisschen länger. Auf Bundesebene hat sich die SPD noch mehr von dem entfernt, was ich mir unter einer SPD vorstelle oder unter der ich eingetreten bin. Dann habe ich mir gedacht, okay, gut, kommunal hat man jetzt noch nicht so den Blick darauf gehabt. Dann war auf Landesebene auch immer mehr. Ich habe die Kritik immer versucht, sachlich anzubringen. Diskussionen gab es aber großartig darüber nicht. Und dann ging es im weiteren Verlauf weiter und irgendwann beschränkt man sich nur mal auf den kommunalen Kreis. Und ich habe vorher angekündigt, also es war nicht so, dass ich gesagt habe, von heute auf morgen, ich gehe jetzt, sondern ich habe angekündigt, dass ich zurzeit nur noch deshalb da bin, weil es so 2, 3 Ankerpunkte gibt, also in der Partei, die mich hier halten. Und wenn die nicht wären, wäre ich weg. Das hat dann schlussendlich, ich glaube, Pi mal Daumen noch ein Jahr gedauert, in dem ich die Entscheidungsfindung für mich immer weitergetragen habe, habe aber gemerkt, dass sie mir selber gesundheitlich immer mehr zugetragen hat. Also es fing an von Magenschmerzen bis über, weiß ich, über unterschiedlichste Dinge, Kopfschmerzen, wie man sie kennt, ne? Wenn man in einer bedrückten Situation ist. Die Situation wurde dann halt auch immer verheerender, weil man dann auch nicht mehr unterscheiden konnte, was passiert hier gerade mit einem, ist das jetzt schon politisch, ne? Warum geht das bis in mein Privatleben hinein. Und das waren dann schlussendlich Dinge, warum ich gesagt habe, ich ziehe jetzt den konsequenten Schritt. Denn ich muss auch sagen, nicht die Partei ist schuld, sondern man muss immer selbstkritisch mit sich selber sein. Und ich bin selber mir verpflichtet zu sagen, ich muss die Entscheidungen treffen, ich muss mich morgens im Spiegel rasieren können, ich muss das mit meinem Gewissen, mit meinem Herz, mit meiner Leidenschaft vereinbaren können. Wenn ich das nicht mehr kann, ich es aber trotzdem tue, aus irgendwelchen Gründen auch immer, finanziell, Machterhalt etc. pp., das funktioniert so nicht. Also muss ich selber mit mir konsequent sein, selbstkritisch sein und sagen, nicht die Partei ist schuld, sondern ich bin schuld, weil ich es mitmache und ich bin auch schuld, weil ich es hinunterschlucke. Und daher kam für mich der konsequente Schritt, einfach zu sagen, und auch der pragmatische Schnitt, wir machen jetzt hier einen Schnitt. Ich steige aus der SPD aus, mein Mandat ist unabhängig, das ist gesetzlich geregelt. Ja, und das war dann im Grunde mein Parteiaustritt, den ich dann auch öffentlich so genau in einer Pressemitteilung bekannt gegeben habe. Da kamen viele Anfragen, zu denen ich mich aber sehr bedeckt gehalten habe, weil ich mir denke, gewisse Dinge erfordern eine politisch korrekte Antwort und gewisse Dinge erfordern Ignoranz. Wie ist die SPD mit dir umgegangen, nachdem du bekannt gegeben hast, ich steige aus der SPD aus? Nun ja, also man hat mich persönlich mit Ignoranz gestraft, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Und nun ja, jetzt haben sie die Auswahl. Möchten sie die politisch korrekte Antwort von mir haben oder möchten sie die Wahrheit? Wir sind der Wahrheit verpflichtet als Studio 47. Naja gut, dann versuche ich mal den diplomatischen Mittelweg zu gehen. Also die politisch korrekte Antwort wäre gewesen, sie haben mich mit Ignoranz gestraft. Und das andere ist natürlich auch, dass natürlich Dinge vorgefallen sind, die man, glaube ich, menschlich nicht hier ansprechen muss, weil ich ganz einfach mich auf meine Arbeit konzentriere. Aber ich sage es mal so,
alles Negative, was mir entgegenschmettert. Ich rede nur alleine von der Partei, denn ich habe keine negativen Reaktionen von Bürgern oder von Verwaltungszweigen oder etc. pp. Bekommen. Alles, was mir negativ entgegenschmettert, wurde also von mir auch mit Ignoranz gestraft und in Arbeit umgemünzt. Und ich glaube, die Ergebnisse dessen kann man sich seit Anfang April angucken. Das ist ungeheuerlich, was da zusammengekommen ist an Anfragen, Anträge und Kilometern, die mittlerweile zurückgelegt worden sind in Duisburg. Ich höre so ein bisschen raus, Sie bereuen Ihren Schritt nicht. Nein, kein bisschen. Tue ich nicht. Also ich bin absolut ein Mensch, der sich Dinge sehr gut überlegt. Dann auch sage, wenn ich sie anfange und anpacke, dann ziehe ich sie auch bis zum Ende durch. Das habe ich gemacht. Ich bereue meinen Schritt nicht. Ich fühle mich unheimlich wohl. Ich kann politisch unheimlich viel umsetzen zurzeit, was auch ziemlich lange unter den Nägeln gebrannt hat, was aber wiederum Bürgern unheimlich hilft. Ich muss mir keine Strategie überlegen, denn da bin ich nicht der Mensch zu, der sagt, gewisse Themen machen wir nur im Wahlkampf, weil dann sind sie populärer und dann... so bin ich nicht, sondern wenn ein Problem da ist, möchte ich es pragmatisch und schnell lösen. Und dann möchte ich das anpacken. Und ich glaube, ich überlasse den Bürgern Duisburgs selber die Entscheidung, ob sie die Arbeit, die man leistet, zollen und anerkennen und wann sie die anerkennen und wie sie die anerkennen. Ich bin nicht befugt dazu, darüber zu entscheiden oder mir darüber ein Urteil zu bilden, wie jemand zu denken oder zu handeln hat. Sie sind jetzt, oder sagen wir es erstmal anders, Sie waren vorher in Anführungsstrichen an der Macht, nämlich als SPD-Mitglied, dass Sie also mitbestimmen konnten. Jetzt, nachdem Sie ausgetreten sind, sind Sie ja in der Opposition. Wie hat sich da Ihre Arbeit verändert? Also meine Arbeit hat sich dahingehend verändert. Man muss ja dazu sagen, dass vorher die Verhältnisse so waren, dass es in Duisburg ja keine große Opposition gab. Das muss man jetzt ganz einfach sagen. Also die CDU hat keine Oppositionsbank gebildet, die Linken auch nicht, die Grünen auch nicht. Jetzt machen wir einmal so den Rundumschlag der etablierten Parteien. Es war einfach so. Über Gründe möchte ich nicht darüber reden, aber es war ganz einfach so, dass keine Opposition da war. Ich bin in die Opposition reingegangen. Ich habe meine Rolle ziemlich schnell angenommen. Habe aber gesagt, als Opposition ist es nicht nur so, dass man kritisiert und dem politischen Gegner die Fehler aufzeigt, sondern dass man auch Alternativen bildet oder aufstellt, alternative Konzepte, alternative Möglichkeiten, die laut der eigenen Meinung oder der Meinung vielleicht kleinerer Parteien, keiner etablierten Parteien, die wählbar sind aus der Überzeugung heraus. Und der Wähler und der Bürger, die sind schlussendlich diejenigen, die darüber entscheiden, macht der Herr Bauer gute Arbeit in der Oppositionsarbeit, bringt der Herr Bauer Sachen gut voran. Die Entscheidung kann ich nicht treffen, sondern ich kann nur versuchen, bis zum nächsten Wahlkampf mein Bestmöglichstes zu tun und zu geben. Bin aber eigentlich frohen Mutes oder ziemlich frohen Mutes, wenn man sich anguckt, zum Beispiel, wir hatten das Thema Ekeltoiletten im Bezirk Meiderich-Beek. Ich habe das Thema aufgegriffen, ich habe das Thema hochgedrückt. Ich habe das Thema lange hochgedrückt, das waren auch dicke Bretter, man hat versucht, das runterzukochen und ich habe es trotzdem in die Richtung gedrückt, dass jetzt auch die anderen Oppositionsparteien in Duisburg anfangen, das Thema aufzugreifen, im Schulausschuss auf einmal wieder eine Diskussion entsteht. Selbst in unserer Bezirksvertretung hat man wieder erkannt, was Opposition ist. Also. Herr Bauer, ich will gleich im dritten Teil mit Ihnen darüber sprechen, ob man als, ja, ich sag mal, Parteiloser überhaupt eine Chance gegen etablierte Parteien hat. Bevor wir das machen, gehen wir mal kurz in die Redaktion zu den News. Wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück zum dritten Teil von Spruchreif. Bei uns im Studio zu Gast das ehemalige SPD-Mitglied Max Bauer. Herr Bauer, wir haben jetzt doch einiges gelernt, wie schwierig es ist, von, ich sage mal, der Macht der SPD oder die Partei, die an der Macht ist, jetzt zu einem ja, parteilosen Mitglied zu werden. Sie sind jetzt aktiv, Sie sind in der Opposition. Sehnt man sich da nicht trotzdem dazu, mal zu sagen, irgendwann wieder, nein, ich möchte einer Partei angehören, ich muss einer Partei angehören, um doch deutlich mehr zu erreichen? Nun, also man muss sich, ja doch, man sehnt sich nach einer politischen Heimat. Also ich möchte nicht sagen, dass es unbedingt als Parteiloser ohne Partei einfacher ist auf dem politischen Paket. Man ist natürlich, man hat eine viel größere Angriffsfläche.
Aber die Partei, wenn ich mich wieder einer Partei anschließen würde und ich beobachte die Parteienlandschaft, ja, ich habe auch viele Gespräche mit anderen Parteien. Ja, das bleibt noch ein großes Geheimnis. Ach, wir sind hier unter uns. Also sagen wir mal so, alle etablierten Parteien waren mittlerweile dabei. Ausgenommen rechtsorientierte Parteien, die sind kategorisch von vornherein ausgeschlossen. Und ich habe aber als Maßstab, dass die Partei genau den Ansprüchen bestehen muss, die ich setze, die ich menschlich setze, die ich politisch setze und die ich für wichtig halte und die mir den Freiraum einräumt, zu arbeiten, so wie ich es gerade schon in unserem vorherigen Gespräch eben erläutert habe, die eben sagt, ja, wir haben einen Fraktionszwang, aber intern können wir hier alles ansprechen und alles reden und im Endeffekt seid ihr immer eurem Gewissen verschuldet. Sind Sie oder wären Sie daran interessiert, sogar möglicherweise Oberbürgermeister einer Stadt wie Duisburg zu werden? Ja, da sind Sie jetzt nicht der Einzige, der mich das gefragt hat. Tatsächlich haben mich das mittlerweile sehr viele gefragt, nicht nur etablierte Parteien, sondern auch Bürger. Angesichts der Herausforderungen, die wir in Duisburg haben, ist das durchaus ein Gedanke, mit dem ich mich schon beschäftigt habe. Je mehr man darauf, also am Anfang ist das sehr utopisch, je mehr man aber darauf angesprochen wird und je mehr man, ich sag mal, Hinterzimmertüren Gespräche führt, je mehr wird dieser Gedanke dann auf einmal auch präsent, darüber einfach mal unabhängig nachzudenken. Angesichts unserer momentanen Duisburger Lage, sei es der Haushalt, sei es viele andere Dinge, die in unserer Stadt Gewerbe- und Grundsteuern, die unseren Arbeitsmarkt strangulieren, ansieht, juckt das natürlich schon, wenn man leidenschaftlicher Politiker ist, in den Fingern zu sagen, warum denn nicht? Festlegen will ich mich da erstmal heute, jetzt und hier überhaupt gar nicht. Schade. Sondern ich glaube, das wird einfach die Zeit bringen. Sie waren, wenn ich das richtig weiß, auch Wahlkampfhelfer von Sören Link? Ja, das stimmt. Also Erfahrung, einen Wahlkampf Richtung Oberbürgermeisterkandidat zu führen, hätten Sie? Das habe ich auch schon in Frankfurt getan, das ist richtig, aber dann auch immer in meiner Manier. Aber wissen Sie, die Kunst beim Wahlkampf ist, nicht in einem Wahlkampf einen Wahlkampf zu führen, sondern auch so, wie ich ihn geführt habe, ihn dann, wenn ich an der Macht bin, umzusetzen, 1:1. Das ist der wichtigere Teil von beiden. Im Wahlkampf kann ich alles erzählen, auch Luftschlösser bauen. Das stimmt. Wir sind fast am Ende der Sendung, aber trotzdem würde ich gerne dann von Ihnen einmal wissen, wofür steht die Stadt, beziehungsweise was würden Sie machen, um diese Stadt nach vorne zu bringen? Was sind da die Stellschrauben, wo Sie sagen, Mensch, da hakt's und da ist Veränderungsbedarf? Also viele Dinge. Man muss fairerweise dazu sagen, dass die politische Lage momentan ziemlich schwierig ist, weil wir einen Haushalt haben, der nun mal sehr begrenzt ist. Man muss aber auch viele andere Dinge sehen. Gerade deshalb sind wir auf Investoren von drumherum angewiesen. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, und ich versuche das immer sehr einfach zu erklären, ich bin ein Investor, der eine Geldsumme zum Investieren übrig hat, eine Stadt sehe, die sich öffentlich von Hilfspaket zu Hilfspaket schlängelt und eigentlich nur immer mit dem Finger auf andere zeigt und alle anderen sind schuld, dann bringt mir auch eine Imagekampagne der Stadt nichts. Es wird nichts dazu führen. Das ist eine Beruhigungspille für Bürger. Alle mal in die Hände klatschen, ihr dürft mitmachen, aber keine wesentliche Veränderung. Darum geht es. Es geht darum, Grundsteuer und Gewerbesteuer auch niedrig zu halten. Gerade wenn man sich den Arbeitsmarkt anguckt, der 13,5% aufweist zurzeit, der immer mal wieder schwankt von 13 bis 13,5%. Aber unserer Stadt auch ein zukünftiges Gesicht zu geben, zum Beispiel auch im Arbeitsmarkt. Wo möchte ich hin, mit dem Jobcenter eine enge Verknüpfung zu suchen? Welche Umschulungen kann ich Ihnen anbieten? Wir sind lange Zeit als Ruhrpott, aus der klassische Ruhrpott, nicht mehr etabliert, nicht mehr da. Der Arbeitsmarkt hat sich geändert und wir müssen uns dem anpassen und das schleunig. Und das funktioniert auch ohne Geld. Herr Bauer, wir sind sehr gespannt. Wir werden mit Sicherheit weiter verfolgen, wie Sie sich politisch hier in dieser Stadt geben und ob Sie möglicherweise einer anderen Partei sich anschließen werden. Vielen Dank, dass Sie heute hier bei uns im Studio waren. Ich danke Ihnen auch. Meine Damen und Herren, das war Spruchreif für diese Woche. Schalten Sie wieder ein, kommende Woche zur gewohnten Zeit. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss, Servus. Bye, bye.